Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ich war zu beschäftigt damit, Nintendox auf meinem Nintendo DS Lite-System zu spielen. Dieses Video nehme ich gerade zum ersten Mal auf und es ist mir nicht schon wieder passiert, dass aus irgendwelchen absolut unempfindlichen Gründen, wo ich diesmal nicht mal weiß, woran es überhaupt liegt, das Mikrofon nicht aufgenommen habe und ich deswegen das Ganze nochmal machen muss. Das wäre sehr ärgerlich, wenn das schon wieder passiert wäre. Auf jeden Fall denke ich manchmal an Nintendox zurück. Nicht unbedingt, weil es ein Spiel, was ich gerne gespielt habe. Ich meine, ich habe es damals gespielt, aber ich denke zurück und frage mich, was ist eigentlich draus geworden? Versuchen wir herauszufinden, wo der Hund begraben liegt. Nintendox ist eine super Wahl für ein Video. Ich meine, das Spiel war damals zu DS-Zeiten überall. Jeder hat es. Hattest du ein DS, dann hattest du Nintendox. Und heutzutage scheint die Reihe etwas tot zu sein. Sogar ich, Mann im Video, hatte das Spiel. Ich war aus irgendwelchen Gründen das seltsame Kind, welches keine der drei richtigen Versionen hatte, sondern Dalmatina and Friends. Dort lag ein Sticker bei, mit dem man seinen DS komplett mit diesem fürchterlichen Dalmatiner-Muster überziehen kann. Ich habe das Zeug so dermaßen über meinen gesamten DS geklebt, ihr habt absolut keine Ahnung. Ihr stellt euch vor, wie sehr ich es draufgeklebt habe, aber ich habe es auch so viel mehr draufgeklebt. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich nicht das Gefühl, dass das der wohl am übelsten aussehende DS ist, den es gibt. Es wäre noch okay, wenn ich Dalmatiner mögen würde, aber ich habe den Dalmatiner nicht mal als Starthund genommen. Wobei ich die Wahl gerade bereue, jetzt wo ich Bilder von den kleinen, gepunkteten Wunderwesen sehe. Auf jeden Fall habe ich Nintendox gespielt, erst worauf ich hinaus wollte. Damit hatte ich, ohne es wirklich zu realisieren, in meinem Leben vier verschiedene virtuelle Haustiere. Tamagotchi, Furby, Chaos und natürlich Nintendox. Ich würde sagen, Nintendox landet auf Platz 2 dieser Liste. Der Chao-Garten hat mehr Gefühle in mir geweckt, aber Tamagotchi und Furby sind absolut machtlos gegen meinen digitalen Welpen. Sitz! Nintendox ist ein Spiel, welches die einfachste Sache der Welt simuliert. Die Pflege von 1 bis 3 jungen Hunden, die viel zu viel Energie haben. Man merkt einfach direkt, wie viel der Entwicklungszeit in die Animation der Hunde gewandert ist. Für DS-Verhältnisse sieht das wirklich gut aus und wirkt unerwartet lebendig. Nintendox wurde ähnlich wie auch Pokémon in verschiedenen Versionen verkauft, die sich generell nicht allzu sehr unterscheiden. Es gab Nintendox Dachshund, Chihuahua und Labrador, gefolgt von der Spezialedition Dalmatina. Dann noch das Japan-exklusive Shiba and Friends und das US-exklusive Best Friends. In den verschiedenen Versionen gibt es verschiedene Hunderassen zu kaufen, neben kleinen anderen Unterschieden, die nicht wirklich der Rede wert sind, außer wir reden von gewissen Stickern, die euren DS ungemein verschönern. Schau ich das an, er hat sich hingelegt, weil er gestreichelt werden will. Sitz! Versuchen wir aber erstmal zu klären, was Nintendox auszeichnete und warum es zu solch einem großen Erfolg wurde. Und glaub mir, das wird wichtig, wenn wir herausfinden wollen, was aus Nintendox wurde. Nintendox kam wenige Monate nach dem Release des Nintendo DS auf den Markt und stellt wohl die am besten funktionierende Tech-Demo jenes DS dar. Nintendox wird exklusiv über den Touchscreen gesteuert. Habe ich recht? Ich streiche gerade meinen Hund. Hierüber werden die Hunde gestreichelt, mit ihnen gespielt und natürlich auch sämtliche Menüs bedient. Vorräte. Okay, Touchscreen-Steuerung unterstützt so ziemlich jedes DS-Spiel. Einige davon bekanntermaßen mehr, als sie es eigentlich sollten. Nintendox hat den anderen DS-Spielen aus der Zeit aber vermutlich generell voraus, dass es zusätzlich noch das Mikrofon verwendet. Wisst ihr, wie man die Aufmerksamkeit seines kleinen Hundes auf sich ziehen kann? Ruf seinen Namen. Brötchen! Brötchen. Gibt es ein Problem damit, dass ich meinen kleinen Labrador-Welpen Brötchen genannt habe? Besser so. Natürlich ist wie auch bei echten Welpen Nintendox wichtig, seinem kleinen Hund Tricks beizubringen und diese regelmäßig zu wiederholen. Diese Tricks arbeiten mit der Spracherkennung und funktionieren mal mehr und mal weniger gut. Die Audioqualität des DS ist nicht so gut. Ich bin mir deswegen bis zum heutigen Tag oftmals unsicher, ob mein Hund einen Trick nicht ausführt, weil er ihn erst noch besser lernen muss, oder ob die Spracherkennung versagt, aber vermutlich ist es eine Mischung aus beiden Aspekten, glaube ich. Ich persönlich mochte auch immer die Seifenblasen, welche gepustet werden, wenn man ins Mikrofon pustet. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwas daran hat mich immer begeistert, wenn man in DS-Spielen irgendwas aufpusten kann. Seien es die Seifenblase aus Nintendox, die Ballons aus Mario Kart DS oder der Typ, der am Anfang von Resident Evil Deadly Silence beatmet werden muss.
Oh no. Wie üblich bei mehr oder weniger Tech-Demos hat auch Nintendox neben den ganzen technischen Gimmicks nicht allzu viel Gameplay. Man musste nun verpflegen mit Essen, Trinken und der ein oder anderen Dusche. Möglichst Gassi gehen und sonst gibt es noch drei Wettbewerbe, in denen man teilnehmen kann. Disc-Wettbewerb, Gehorsamkeitstest und Hindernisparcours. Für den Disc-Wettbewerb kann man üben, indem man regelmäßig mit dem Frisbee übt. Im Gehorsamkeitstest muss der Hund Tricks nachmachen und der Hindernisparcours ist genau das, wonach er klingt. Man kann wirklich nach 30 Minuten soweit alles gesehen haben, was es zu sehen gibt. Ich meine, es gibt noch verschiedene Stufen vom Wettbewerb, aber die ändern nicht zu viel. Was mir bei Nintendox fehlt, ist so etwas wie das Dorf aus, sagen wir, einem gewissen Harvest Moon Teil für den Nintendo GameCube, wo ich zu gewissen Uhrzeiten gewisse Leute antreffe und verschiedenen Aktivitäten nachgehen kann, während ich selber noch diverse Gegenstände suchen und sammeln kann. In Nintendox findet man beim Gassigehen manchmal Geschenke, in welchen ein zufälliges Item drin ist und manchmal andere Hundebesitzer, welche einen gut gemeinten Rat haben und dann können die Hunde sich gegenüberstehen und manchmal mögen sie sich, manchmal nicht. Es ist absolute Zeitverschwendung. Das ist soweit das Ausmaß der Spielwelt. Nicht unbedingt lebendig. Was ich für die Reihe am liebsten gesehen hätte, wäre, dass sie mehr in Richtung von Animal Crossing geht und einem einfach eine tatsächliche Spielwelt und Dinge zu erledigen gibt. Stattdessen bekamen wir im Jahre 2011 Nintendox plus Cats. Dieses Mal gibt es Katzen, mit denen man nicht wirklich was machen kann. Ähnlich wie auch mit echten Katzen. Sie können keine Tricks lernen und spazieren gehen geht mit ihnen auch nicht. Cool. Auf dem Nintendox und Cats, das ich gekauft habe, war übrigens schon ein Spielstand mit einem Hund, der maximal einen Tag Spielzeit miterlebt hat. Eigentlich wollte ich den Spielstand löschen und neu anfangen, aber mir ist die kleine Lottie zu sehr ans Herz gewachsen. Das ist jetzt mein Hund. Aber wie auch immer. Nintendox und Cats wurde wie auch der Vorgänger in verschiedenen Versionen released. Zwergpudel, Golden Retriever und französische Bulldogge. Meine Lieblingsedition. Hier lassen sich aber in jeder der Versionen alle Hunderassen freischalten, was sie etwas unnötig macht. Nintendox war ein großer Erfolg, weil es so gut wie kein anderes Spiel die neuen Features des Nintendo DS aufzeigen konnte. Nintendox und Cats verlangt, dass man die AR-Karten, die dem 3DS-Beilagen scannt, um beim Gehorsamkeitswettbewerb mitzumachen. Warum? AR-Karten waren diese Karten mit verschiedenen Nintendo-Logos drauf, die durch die 3DS-Kamera ein Hologramm oder was auch immer scheinen lassen, wenn man sie filmt. War ganz nett für eine Launch-Spielerei. Ich kann meine aber nicht mehr finden, also habe ich welche ausgedruckt und ja, es ist wirklich so einfach. Diese Karten werden benötigt, um das Spiel spielen zu können. Das ist ein ziemlich holpriger Weg, um dieses neue Feature der Konsole vorzustellen. Was haben wir aber sonst noch? Nintendox und Cats hat einen Schrittzähler, der Schritte zählt und damit kann man Zeug kaufen. Das Gassigehen ist jetzt in 3D, allerdings kann man die Route nicht mal selber auswählen. Warum? Wie ich gerade gelernt habe, unterstützt das Spiel auch zu einem gewissen Ausmaß Gesichtserkennung, wodurch der Hund manchmal negativ auf einen anderen Spieler reagiert oder anfängt den Bildschirm abzulecken, wenn man sein Gesicht nah ranhält. Na, Lotti, mein Gesicht ist so nah dran. Schau euch das an! Lotti schlägt die Kamera ab, weil sie mein Gesicht erkannt hat! Ich fühle mich quasi, als wäre ich im Spiel. Ich recht, Lotti? Ein ganz feiner Hund! So ein Keks. Ah ja, das Video. Spiele, die einen ungefragt die ganze Zeit über durch die Kamera beobachten, mag ich am liebsten. Er kann auch seinen Kopf drehen, während der Spieler seinen Kopf dreht, was... Oh, 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 sie macht es! Man kann es nicht sehen, aber... Ah, okay, wisst ihr was? Ich habe das mit der Videoüberwachung komplett wieder alles vergessen. Lotti hat es mir schön geredet. Du könntest mich den ganzen Tag beobachten, wenn das Spiel an ist. Das wichtigste neue Feature des 3DS war aber natürlich der 3D-Effekt. Oh, das ist ziemlich 3D. Den 3D-Effekt kann natürlich nur der obere Bildschirm darstellen. Nintendox ist aber eine Reihe, die über Touch gespielt wird. Ich glaube, da haben wir ein Problem und wie wollen wir das lösen, Nintendox? Was wollen wir am besten machen? Wir lösen das Problem, indem auf dem Touchscreen nur eine Silhouette des Hundes ist, mit der man interagiert, die aber wirklich nur die nötigsten Details hat, damit man auch ja auf das obere Bild schaut. Das ist keine gute Implementierung.
Generell sind alle neuen 3DS-Features wirklich nicht gut durchdacht und wirken ja so, als wären sie innerhalb von sehr kurzer Zeit noch eingefügt worden. Weil die neuen Funktionen aber nur sehr schlecht durchdacht sind und nicht zum Spiel beitragen, haben sie dann noch Katzen eingebaut, damit es besser klingt. Hey, das ist ein neuer Teil, er hat Katzen. Miyamoto war übrigens ziemlich stark involviert im Development dieses Spiels und ich muss sagen, so sehr ich Lottie auch mag, das ist kein Mario 64, was wir vor uns haben. Nintendox und Cats ist eine seltsame Mischung aus dem alten Nintendox ohne nennenswerte Neuerungen und dem Versuch, um jeden Preis die neuen Features einzubauen. Im Kern ist es immer noch Nintendox und ein nettes Spiel für zwischendurch, aber da wäre noch so viel mehr drin gewesen. Reviews aus der Zeit des Release stimmen dem übrigens zu. Es liegt also nicht nur daran, dass ich mich zu sehr an Kleinigkeiten aufhänge. Also nicht komplett, das trägt vielleicht bestimmt dazu bei, aber generell wurden die Spiele eher sehr gemischt aufgenommen. Das originale Nintendox war seinerzeit eine absolute Sensation und wurde ein System-Seller. Insgesamt hat es sich knapp 24 Millionen Mal verkauft und befindet sich damit zwischen Mario Kart DS und New Super Mario Bros. Nintendox, eine komplett neue IP, konnte mehr Spiele verkaufen als Mario Kart. Wenn auch nur 360.000 mehr, aber dennoch, es ist mehr als Mario Kart. Nintendox ist quasi eins mit dem DS. Ich wollte gerade sagen, das ist so, als hätte man eine Switch und kein Breath of the Wild. Aber dann habe ich gesehen, dass es gerade mal auf Platz 4 der meistverkauften Switch-Spiele ist. Ups. Das ist so, als hätte man einen Tiger Gamecom, aber kein Resident Evil 2. Und ich denke, ihr wisst alle, wie peinlich das ist. Stell euch vor, ihr habt euch einen Tiger Gamecom gekauft und kein Resident Evil 2. Nintendox und Cats hat sich 4,6 Millionen Mal verkauft und ist damit auf Platz 14 der meistverkauften 3DS-Spiele. Für das, was Nintendox und Cats ist, sind 4,6 Millionen Verkäufe immer noch akzeptabel viel, aber gemessen daran, wie populär der Vorgänger war, ist das eine sehr schwache Performance. Sie sind aber auch gänzlich daran gescheitert, die Nintendox-Formel irgendwie weiterzuentwickeln und irgendwas Interessantes Neues zu machen. Ich bin nicht überrascht, dass der Teil größtenteils spurlos an den Leuten vorbeigezogen ist. Ganz zu schweigen davon, dass Nintendos so lukrative Casual-Zielgruppe nicht zu begeistert von dem 3DS war und zu der Zeit, wo mehr mit ihrem Smartphone beschäftigt waren oder einfach bei dem regulären DS geblieben sind, vorzugsweise im Dalmatiner-Muster. Nintendox und Cats kamen im Jahre 2011 raus. Wenn ich dieses Video mache, befinden wir uns im Jahr 2022 und haben lange nichts mehr von der Reihe gehört. Es gibt eine Nintendox-Stage in Smash Bros. Und ein Nintendox-Minispiel in WarioWare. In diesen beiden Spielereien scheinen irgendwie alle inaktiven Nintendo-IPs früher oder später zu landen. Viel mehr als ein paar obskure Referenzen gibt es aber nicht wirklich. In der Zwischenzeit ist Nintendo in den Mobile-Markt übergegangen, wo sich ein Nintendox-Teil vermutlich gut machen würde, aber nie kam. Wir bekamen mit der Nintendo Switch eine neue Konsole, die mit Gyro und HD Rumble durchaus interessante Features hat, die aber nie von einem Nintendox-Teil ausgeschöpft wurden. Natürlich benötigt Nintendox, um zu funktionieren, eine etwas außergewöhnliche Steuerungsmethode, welche die Switch mithilfe des Gyro-Sensors der Joy-Cons oder schlicht und ergreifend des Touchscreens bieten könnte. Und ja, ich musste erneut erst nachschlagen, ob die Switch überhaupt Touch hat oder nicht. Ich vergesse jedes Mal, dass dieses Feature überhaupt existiert, weil es wirklich niemand genutzt hat. Mann, wenn es nur eine gewisse auf Hundewelpen basierende Spielereihe geben würde, die daran etwas hätte ändern können! Es ist wirklich seltsam, dass Nintendo die Nintendox nach dem eher durchwachsenen 3DS-Ableger einfach nie wieder beachtet hat. Nintendox war das zweitgrößte Spiel auf dem Nintendo DS und jetzt wirkt es wie ein gescheitertes Spiel aus der 3DS und Wii U Zeit. Solange die Switch noch die aktuellste Konsole ist, was sich bestimmt irgendwann ändern wird, werden wir wohl kaum was Neues zu Nintendox sehen. Vielleicht jetzt zum Launch der Nintendo NX Pro. Wenn wir Nintendox jemals wiedersehen, dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als ein Launch-Titel. Es ist schade zu sehen, dass die Nintendox-Reihe so früh gehen musste, aber vermutlich hat sie am besten eine Tech-Demo auf dem originalen DS funktioniert. Nicht jede Spielereihe muss bis in Unendlichkeit gemolken werden. Manchmal ist es ganz angenehm, etwas Abgeschlossenes vor sich zu haben. Auch wenn es in dem Fall um Welpen geht. Und das war Nintendox und was aus Nintendox wurde. Nicht allzu viel. Ihr könnt auf Patreon vorbeischauen, wie die Nandi vorbeischauen. Oh, dieses Video an sich. Ich habe eine Umfrage auf Patreon gemacht. Über was ich das nächste Video machen will, zur Auswahl stand der Bionicle-Film, worüber ich demnächst was machen werde. Ich habe schon ein bisschen damit angefangen an dem Video. Bionicle-Film, Nintendox und die Ice Climbers an sich.
und Nintendox hat mit einer überwiegenden Mehrheit gewonnen. Dementsprechend, wenn ihr auch für manche Videothemen immer wieder mal hin und wieder mal abstimmen wollt, schaut auf Patreon vorbei, ab 2,50 pro Monat. Denn ich hoffe, ich werde das öfter machen. Und das war Nintendox. Welcher war euer Lieblingsteil und warum ist es nicht der 3DS-Teil? Ich meine, der 3DS-Teil ist bestimmt nett, aber er hat nicht viel, er hat das Rad nicht neu erfunden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab meine Audiospur im Blick. Die Audiospur wird dermaßen aufgenommen, ihr habt keine Ahnung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das sind ein paar Audioausschläge.